Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich diesen Spargel im Blätterteig mit Bärlauch und Schinken. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für den Spargel im Blätterteig benötigen wir Blätterteig. Ich habe jetzt ganz einfach so einen aus dem Supermarkt. Dann ein paar Bärlauchblätter, etwas Spargel, dann gekochten Schinken, dann etwas Käse. Ich habe jetzt so einen Bärlauchkäse gefunden. Dann habe ich hier Bärlauchfrischkäse. Den gebe ich nachher unten als Base quasi in das Päckchen rein. Den habe ich selber gemacht. Dafür einfach ein bisschen Bärlauch mixen, ein bisschen mit Frischkäse verrühren und eventuell noch ein bisschen Quark, damit es ein bisschen fester wird. Dann zum Bestreichen einfach noch mal ein bisschen Ei. Als allererstes nehme ich mir den Bärlauch und schneide den in feine Streifen. So sieht das Ganze dann aus. Das kann ich nochmal zur Seite stellen. Das brauche ich erst später, wenn ich das Ganze einpacke. Dann nehme ich mir die Spargelstangen und halbiere die einmal. Anschließend kann ich dann schon mal den Blätterteig ausrollen. Wenn ich den Blätterteig ausgerollt habe, dann halbiere ich ihn einmal hier in der Mitte. Dann nehme ich mir mal zwei, drei so Spargelstangen. Einfach nur, um zu schauen, wie groß es nachher sein muss. Ich möchte es nachher hier so zusammenklappen, damit ich immer so Päckchen habe. Und hier muss natürlich schon ein bisschen Platz bleiben, weil ich möchte natürlich noch den Schinken und den Käse dazu geben. Ich habe mich hier entschieden, dass ich einfach hier jetzt zwei größere mache und dann hier zwei kleinere Pakete. Um das Ganze dann einzupacken, nehme ich mir schon mal meine Eistreiche und gebe immer auf die Unterseite ein bisschen Ei. Überwiegend am Rand, in der Mitte muss es nicht so viel sein, damit ich das nachher einfach gut verschließen kann. Dann nehme ich mir meinen Bärlauchfrischkäse und nehme hier immer ein bisschen raus und gebe das auf die Platten. Verteile das Ganze hier dann ein bisschen. Nehme mir dann pro Päckchen jeweils eine Scheibe Käse, die halbiere ich jetzt hier, lege dann unten eine hin und oben kommt dann später auch eine drauf. Dann nehme ich mir den Schinken und gebe den ebenfalls auf den Blätterteig. Dann nehme ich mir für die Päckchen immer in gleichen Teil eine Spargelspitze und ein Ende vom Spargel. Bei dem großen mache ich zwei rein. Bei den kleinen gibt es nur einen Spargel. Dann nehme ich mir den Bärlauch, den ich in feine Streifen geschnitten habe, und gebe den hier drüber. Dann nehme ich mir den restlichen Käse und gebe den hier auch noch drüber. Dann schlage ich den gekochten Schinken ein, dass ich hier so Päckchen habe. Und dann mache ich mir daraus ein Päckchen, indem ich einfach die andere Seite des Blätterteigs nehme und die hier drüber gebe. Das Ganze dann hier ein bisschen andrücken. Wenn ich die Päckchen soweit eingepackt habe, dann nehme ich mir eine Gabel und drücke hier an den Enden immer mit der Gabel das so ein bisschen zusammen. Und dann gehe ich noch einmal mit meinem Teigrad außen rum. Dann sieht das Ganze wieder schön aus. So sieht das Ganze dann aus. Und das mache ich jetzt auch mit den anderen beiden Päckchen. Und wenn ich die Päckchen dann auf dem Backblech habe, dann nehme ich nochmal meine Eistreiche und bestreiche sie hier nochmal schön mit Eistreiche. Wenn ich das alles mit der Eistreiche eingestrichen habe, dann nehme ich mir nochmal die Gabel und mache hier einfach nochmal so ein Muster drauf. Und so gebe ich den Spargel im Blätterteig jetzt bei 180 Grad für ca. 15 bis 20 Minuten auf den Grill. Der Spargel im Blätterteig ist jetzt insgesamt 25 Minuten auf dem Grill. Ich habe zwischendrin schon mal nach so 15 Minuten die Temperatur auf 200 Grad hochgedreht.
Ich habe gerade schon mal reingeschaut und es ist fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Das lasse ich jetzt ein bisschen abkühlen und dann schneide ich mal ein Päckchen an und probiere das Ganze. Das Ganze ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich habe mir jetzt eins von den Päckchen genommen. Ich werde das Ganze jetzt mal anschneiden. Es hat auf jeden Fall einen sehr schönen Anschnitt. Ich schneide mir jetzt ein Stück runter und probiere das mal. Also ich muss sagen, das ist ein super Rezept. Das schmeckt echt genial. Man hat leicht die Süße vom Blätterteig. Man hat die Würzigkeit von dem Bärlauch. Man merkt auch noch den Frischkäse. Eventuell hätte ich noch mehr Käse reinmachen sollen, weil Käse kann man ja nie genug haben. Und dann hat man auch diesen schönen Spargelgeschmack und den Schinken dazu. Also ist auf jeden Fall ein Rezept zum Weiterempfehlen. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.